Karl der Große hat in die Sachsenkriege unendlich viel investiert. Und das deutet er schon an, wie sehr ihm daran gelegen war, seine Mission, die zum ersten Mal aufleuchtet, bei dem Eid, den er dem Papst Stephan geleistet hat, seine Mission zu Ende zu führen. 13 Jahre nach der Zerstörung der Irminsul reitet der sächsische Rebellenführer ins Frankenland, zu Karl. Die fränkischen Chronisten werden später behaupten, der Sachse sei durch ein göttliches Wunder zum gläubigen Christen geworden. In Wahrheit will Widukind einfach nur Frieden. Widukind, kommst du aus freien Stücken? Ja, mein König. Um des Friedens willen. Als Karl am Weihnachtstag des Jahres 785 den früheren Todfeind in die Arme schließt, erfüllt er das Versprechen, das er schon als kleiner Junge dem Papst gegeben hat. Das Christentum zu verbreiten. Die Taufe Widukinds ist ein bedeutendes Ereignis in der Vorgeschichte der Deutschen. Das Land der Sachsen wird Teil eines Reiches, aus dem später Deutschland ebenso wie Frankreich hervorgehen wird. Glaubest du in Gott, Vater Allmachtigan? Ich glaube. Glaubest du in Christ, Gottes Sohn Herienton? Ich glaube. Glaubest du in Heiligen Geist? Ich glaube. So taufe ich dich, wie du Kind vom Volk der Sachsen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe Widukinds 785 war für Karl ein ungeheurer Erfolg. Seine Chronisten haben notiert, ganz Sachsen ist jetzt unterworfen. In Wirklichkeit braucht es noch einmal 20 Jahre oder fast 20 Jahre, bis es soweit war. Trotzdem war man sich sicher, dass man jetzt ein christliches Reich unter einem christlichen König und mit lauter Christen errichtet hätte. Die ältesten Teile der Stiftskirche von Enger, einem Dorf bei Herford, stammen aus der Zeit um 800. Hier wurde Widukind geboren und hier soll er der Legende nach auch begraben sein. Die Chronisten haben den Rebellen zu einem frommen Mann umgedeutet. Ein späterer Papst sprach ihn selig. Das nationalbewusste 19. Jahrhundert hat den Sachsen Widukind zu einem deutschen Volkshelden im Kampf gegen die feindlichen Franzosen stilisiert. Und umgekehrt haben die Franzosen aus Karl dem Großen einen der ihren gemacht. Charlemagne ist demnach Franzose, vor dem Widukind, der Deutsche, im Staub kniet. Geschichtsklitterung von beiden Seiten in einer Zeit der sogenannten Erbfeindschaft. Nach der Taufe des sächsischen Rebellen kann sich Karl endlich seinen anderen Projekten widmen. Der Monarch verfügt zwar über eine Reihe prächtiger Residenzen, aber das riesige Reich hat noch immer keinen festen Regierungssitz. Karl wählt Aachen, um es zur schönsten Stadt seines Landes zu machen. Aachen soll die Pracht von Rom und die Gelehrsamkeit Athens in sich vereinen. Die neue Königspfalz ist eine große und perfekt geplante Anlage. Zu ihr gehört die Aula Regia als Regierungssitz, außerdem ein Wohnhaus für die königliche Familie, ein Garnisonsgebäude für Elitetruppen, ein Gerichtssaal und ein Studienzentrum mit Archiv und Bibliotheken. Das geistliche Zentrum ist die Pfalzkapelle, die der Jungfrau Maria geweiht ist, heute der Aachener Dom.
Er gilt schon bei den Zeitgenossen Karls als Wunderwerk. Damals der prächtigste Kirchenbau diesseits der Alpen. Das Innere der Kirche, jahrhundertelang war es der höchste kuppelüberwölbte Raum in Nordeuropa. Mit Marmor aus Carrara und Säulen aus Rom und Ravenna. 33 deutsche Könige haben sich später auf Karl berufen und diesen Thron im Aachener Dom bestiegen. Im Laufe von 600 Jahren. Aachen war die bevorzugte Pfalzkreis des Großen. Das lag sicherlich daran, dass der Ort mitten im Kerngebiet der karolingischen Herrschaft lag. Darum herum gab es ausgedehnte Wälder, hervorragend geeignet für die Jagd. Und dann gab es dort die warmen Quellen, in denen sich Karl der Große jedes Jahr erholte. Im Jahre 800 zieht Karl mit großem Gefolge nach Süden. Er hat mit dem Papst eine ganz besondere Verabredung getroffen. Rom, ehemals Zentrum der antiken Welt, hat zu Karls Zeiten seine Bedeutung schon lange verloren. Doch selbst die Ruinen zeugen von früherer Größe. Seit mehr als drei Jahrhunderten hat es in Westeuropa keinen Kaiser mehr gegeben. Im Jahre 800 greift der fränkische König Karl nach dem alten Titel der Imperatoren. Er will die Renovatio Imperii, die Erneuerung des Römischen Reiches, als Reich der Franken. Die Kaiserkrönung am Weihnachtstag des Jahres 800 ist ein historischer Moment, schon für die Zeitgenossen. Es ist eine Sensation, die ganz Europa bewegt. Zum ersten Mal krönt ein Papst einen Kaiser. Und zum ersten Mal stammt dieser Kaiser aus einem anderen Reich als dem römischen. Nur der Stellvertreter Petri kann den Kaisertitel in göttlichem Auftrag verleihen. Deshalb muss Karl den Kirchenfürsten als sein geistliches Oberhaupt anerkennen. Umgekehrt hat erst Karl das Papsttum von der byzantinischen Vorherrschaft befreit und unter seinen militärischen Schutz gestellt. Deshalb muss der Papst dem neuen Kaiser als seinem weltlichen Herrscher huldigen. Fast ein halbes Jahrhundert nach dem Besuch des Papstes in Saint-Denis hat sich die politische Vision der Karolinger erfüllt. Eine dauerhafte Koalition der weltlichen mit der geistlichen Macht. Eine Verbindung von Schwert und Kreuz. Der Weg dahin war lang. Er war rücksichtslos und grausam. Benachbarte Völker wurden niedergeworfen, andersgläubige Menschen mit Gewalt zum Christentum bekehrt. Die Krönung Karls im Jahre 800 begründet das künftige mittelalterliche Kaisertum, das in der Form des Heiligen Römischen Reiches über 1000 Jahre lang bestehen wird. Jahrhundertelang werden es deutsche Könige sein, die sich in Rom zum Kaiser krönen lassen, in der Tradition des großen Karolingers. Deshalb spricht man später vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, dessen letzter Kaiser bis 1806 regieren wird. Und selbst Napoleon, der diese römisch-deutsche Tradition beendet, erhebt sich in der Kathedrale Notre-Dame in Paris zum Nachfolger von Karl dem Großen. Die Bedeutung Karls des Großen für uns heute liegt darin, dass er symbolhaft, beispielhaft die verschiedenen Völker und Traditionen großer Teile Europas zusammengebunden hat, zusammengefasst hat und dass er diese Verbindung unter die Leitidee eines Friedensraumes, einer Einheit des Friedens stellt, auch wenn er ständig Kriege geführt hat, letztlich sollte ein Friedensreich entstehen.
Karl stirbt im Jahre 814 und wird in seiner Aachener Kirche begraben. Er war Franke und der erste Europäer. Anderthalb Jahrhunderte nach Karl wird sich ein Mann aus dem unterworfenen Volk der Sachsen, Otto der Erste, in Aachen zum König krönen lassen. Lass sie kommen! In der Schlacht auf dem Lechfeld besiegt der Sachse im Jahre 955 die heidnischen Magyaren. Im Kampf gegen den äußeren Feind eint er die Stämme des Ostfränkischen Reiches. Und so beginnt eine neue Geschichte. Die der Deutschen.